ihr jetzt mal die Kamera fertig macht. Jetzt brauchen wir nur noch den Fisch. Los geht's. Auf der Grenze zwischen Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. Das UNESCO-Biosphärenreservat Schalsee. Die Ostseite des Sees durfte zu DDR-Zeiten kaum betreten werden. Die Natur konnte sich hier ungestört ausbreiten. Tauchen ist nach wie vor strikt verboten, um das sensible Gleichgewicht unter Wasser nicht zu stören. Zum ersten Mal soll jetzt unter Wasser gedreht werden. Das Biosphärenreservat will wissen, wie sieht der Lebensraum des Schalsees unter der Wasseroberfläche aus? Der Naturfilmer Gary Krosnoff und Ranger Thorsten Wäder besprechen die ausgewählten Tauchplätze dieses besonderen Sees. Naja, wir können prahlen natürlich erstmal zum See. Es ist der tiefste See Norddeutschlands mit 71,5 Metern. Wir haben hier die Edelmarine drin oder große Marine auch genannt. Eine Fischart, die bis 7 Kilo schwer werden kann. Anfang April. Los geht's zum ersten Taucheinsatz. Schön, wenn so das frische Grün so rauskommt, ja. Ne? Und das jetzt schon im April. Ja, warte. In diesem Jahr ist die Natur etwas früh dran. Grund? Der warme Winter. Die Haubentaucher sind bei der Balz. Und bei den Waschbären gibt es bereits Nachwuchs. Gary Krosnoff ist erfahren im Filmen unter Wasser. Der See hat zu dieser Jahreszeit gerade mal 8 Grad. Der wärmende Trockentauchanzug hilft gegen die Kälte. Die Kamera sitzt in einem speziellen Unterwassergehäuse. Und ist was zu sehen? Schön grün. Ja. Ja, aber das ist jetzt hier, weil wir hier eine Wolke gemacht haben. Ja, gut. Müssen wir gleich mal gucken. Ja. Nicht nur die aufgewühlte Wolke aus Sediment sorgt für schlechte Sicht. Der ganze See ist trüb. Algenblüte. Vermutlich durch den Dünger aus der Landwirtschaft, der durch den Regen in den See gespült wird. Mit dieser Algenblüte hat jetzt keiner gerechnet. Denn eigentlich ist der See nährstoffarm und klar. Gar nichts. Weil Sina ist ja nun nicht der Reißer, so, ne? Nee, aber du kannst ja maximal Meter gucken. Die Kamera sieht immer erstaunlich mehr als das menschliche Auge. Aber ohne Sonnenlicht ist das dann natürlich alles ziemlich eindimensional. Das Team bricht ab. Fährt zurück nach Zarentin. Damit der Drehtag nicht ganz umsonst ist, entscheiden alle jetzt im 30 Hektar großen Kalkflachmoor zu drehen. Dieses Moor ist einzigartig. Beheimatet Pflanzen, die ganz spezielle Ansprüche haben und auf der roten Liste bedrohter Arten stehen. Das Fettkraut, ein Relikt aus der letzten Eiszeit. Die fleischfressende Pflanze findet hier ideale Bedingungen. In dem Bach, der das Moor in den Schalsee entwässert, hat sich ein Teppich aus Armleuchteralgen angesiedelt. Bis zu 9 verschiedene Arten soll es von der Alge hier geben.
Der Wasserschlauch, Deutschlands seltene fleischfressende Unterwasserpflanze, schwebt hier wurzellos durchs Biotop. Mit seinen Fangblasen saugt er Wasserflöhe und Hüpferlinge ein, die er dann verdaut. Frühsommer. Der Wasserschlauch steht in gelber Blüte. Das Filmteam hat Glück, denn das passiert nur alle 6 bis 7 Jahre. Die kalkliebende Orchidee, der Sumpfsitter, wird gerade von einer Faltenwespe bestäubt. Gary Krosnoff trifft sich mit Ranger Thorsten Wäder zum nächsten Tauchgang. Bis zu 100 Kilo schwere Film- und Tauchausrüstung schleppen die Männer jetzt ins Boot. Letzter Check, bevor es losgeht. Tauchgerät, Ersatzflasche, Kamera. Über Wasser, unter Wasser. Bis Ende Juni war dieses Jahr der See trüb. Aber das Wasser sieht gut aus. Ich fand das jetzt doch wieder trüber. Aber vorgestern waren 5 Meter, hätte ich gesagt. Ja, ich werde das unter Wasser ja gleich sehen, wie das ist. Der Naturfilmer weiß nie genau, wann die Bedingungen ideal sind. Erst beim Abtauchen hat er Gewissheit. Was ist das denn für 2 Flaschen jetzt, was du da hast, die beiden Mundstücken? Nee, das ist, falls der aussteigt, habe ich noch den. Er hat 2 Ventile, falls eins kaputt geht, habe ich noch den nächsten. Tauchsicherheit steht immer an erster Stelle. Habe ich. Ranger Thorsten Wäder wartet gespannt auf die Bilder von Gary. Unterwasseraufnahmen von seinem See hat er noch nie gesehen. Das sieht schon sehr gut aus. Na, dann ist gut, wenn Sicht klappt. Heute gibt der See den Blick endlich frei auf seine Unterwasserwelt. An den Uferregionen liegen immer wieder umgestürzte Bäume. Das Totholz ist ein ideales Versteck für Jungfische, aber auch Jagdgrund für Hecht und Barsch. Doch wo sind die Raubfische? Hat sich Gary Krosnoff den falschen Platz ausgesucht? Zwischen den Stielen der jungen Teichrosen ist doch sonst der ideale Hechtplatz. Ja, die Sicht war jetzt schon viel, viel besser als im Frühjahr. Wir haben ein bisschen Blaualge, so kleine Körnung und ansonsten herrliche Artenvielfalt, also Seerosen oder Teichrosen sind das wahrscheinlich eher, riesige Totholzbestände. Ich habe gehofft, dass wir da einen großen Hecht finden. Der hat sich noch ein bisschen rar gemacht, kleine Barschschwärme habe ich gesehen, ein etwas größeres Exemplar und ansonsten ist das Totholz bewachsen mit Moostierchen und Schwämmen vor allen Dingen auch, also Orangene. Und wenn die Sonne so reinkommt, dann ist es natürlich herrlich, also schöne Gegend. Jetzt brauchen wir nur noch den Fisch. Los geht's. Deshalb fährt das Team weiter hinaus auf den See zu einem Unterwasserberg. Ja, du musst am Berg lang tauchen, das geht auch da bis 20 Meter runter dann. Ne? Also es geht sehr steil ab, aber du kannst, hoffe ich jedenfalls, die Kante lang tauchen. Gerade hier soll es zu dieser Zeit gute Chancen geben, dem Hecht zu begegnen. Alles gut? Ich komm da hoch. Alles klar. Mal gucken, ne? Ja. Im Schalsee gibt es etliche solcher Unterwasserberge. Die Gletscher der Eiszeit haben hier Geröll aus Skandinavien abgelegt. Heute sind die Steine mit Laichkraut bewachsen. Eigentlich ein idealer Hechtgrund, um hier auf Beutezug zu gehen.
Doch wieder nichts. Weit und breit kein Fisch. Lagebesprechung. Und dann so auf 3 Meter hast du so einen Leichtkrautkranz. Ja, du hattest was mitgebracht, eben hing an dir fest. Da habe ich gedacht, da muss ja Leichtkraut auch gewesen sein. Ja, hast du hier vorne? Ja. Und auf der gegenüberliegenden Seite. Ja. Ein echter Fachmann kommt zur Hilfe. Der Fischer Werner, auch Aal-Werner genannt. Wart ihr schon mal da drüben gucken? Da, wo die Schilfdings ist. Berkelsberg. Nee, hier vorne auf der Ecke, wo die Schwäne sind. Ach, hier. Da ist auch noch so ein kleiner Berg. In Not ist am Mann, da habe ich immer noch mal ein Hecht gehabt. In die Bucht rein mehr, oder? Nee, vorne auf der Spitze, auf dem Berg da. Der Berg ist eigentlich so toll. Der ist super, also den müssen wir mal beobachten. Wir kriegen den Hecht schon noch vor die Linse. Gary will an einem anderen Tag mit Werner raus. Für heute ist erstmal Schluss. 4 Tage später. Gary will heute über Wasser drehen. Es geht raus auf den Rögeliner See. Das Amt fürs Biosphärenreservat zählt hier jährlich Brutpaare von Kormoranen auf einer kleinen Insel. Die scheuen Vögel nehmen vor den Männern erstmal Reis aus und lassen ihre Brut allein zurück. In sicherem Abstand beobachten die Alttiere das Treiben auf ihrer Insel. Die Jungvögel sitzen in ihren vom Kot weiß gefärbten Nestern und warten ungeduldig auf die Rückkehr ihrer Eltern. Einige sind erst wenige Tage alt. Andere schon größer. Der ständige Hunger hält sie auf Trab. Kormorane sind perfekte Taucher, die einzeln oder im Verband jagen. Und das nicht nur im Flachwasser. Eine Fischer vom Schalsee, ein Zahntin, der sagte, die haben ihn bei 35 Meter Tiefe die Marien aus dem Netz geholt. Am nächsten Tag geht es früh los. Das wissen Hecht geangelt sehen? Das Team ist mit Fischer Werner verabredet. Er kennt den See genau und weiß, wo die Fische stehen. Dann legen wir hin. Dauert zwar eine Stunde wohl, aber gestern war ich ganz gut dran. 12 Stücke. Okay. Aal Werner hat für heute einen fetten Fang versprochen. Alle 2 Tage fährt er raus und stellt bis zu 10 Netze mit unterschiedlichen Maschengrößen, um Barsche, Maränen und Hechte zu fangen. Ach, ihr habt hier auch mit sowas Hunde. Ja, natürlich. Sag mal, ich nehme Echolog mit, ne? Gerne. Ja. Und du wirst staunen, weißt du damit. Ich sehe die Hechte auf dem Berg. Ja, super. Sieben Uhr morgens. Auch andere Angler sind schon unterwegs. Petriae! Werner hat viele Tricks, seine Netze zu stellen. Er riecht förmlich den Fisch. Auch in Ufernähe, wo Gary bislang kein Glück hatte, größere Exemplare vor die Kamera zu bekommen. Bei mir ist das, ich gucke nach einem kleinen Fisch und die Angler gucken danach, wo ich meine Netze stehen habe. Dann sind sie da. So ein See muss man sich befassen. Spaß dran haben. Und Wasser ist immer was Schönes. Es geht weiter in den nördlichen Bereich des Schalsees. Die Bäume am Ufer sind vom Kot der Kormorane weiß gefärbt. Eine große Kolonie ist hier beheimatet. Da sind sie, ja. Das Echolot zeigt an, was Werner längst ahnt. Neben einem unterseeischen Berg sind endlich auch größere Fische zu sehen. Werner weiß sofort, hier jagt der Hecht. Werner benutzt spezielle Köder. Langsam zieht er sie über das Gebiet. Es dauert keine 10 Minuten, da hat der erste Hecht angebissen. Das ging ja schneller als erwartet.
Es scheint ein großer Brocken zu sein. Gary will den Hecht unter Wasser filmen. Nicht ganz ungefährlich, denn bei den Fluchtversuchen kann sich der Köder im Tauchanzug verhaken. Also Abstand halten. Immer wieder versucht der Hecht zu fliehen. Komm lieber langsam ran, der ist sonst gleich frei. Schnell ist das Tier erlöst. Der Hecht ist hier im Schalsee der größte Räuber. Wo er ist, sind auch seine bevorzugten Beutefische. Durch Werner weiß Gary jetzt, wo er Hechte findet und dann auch die anderen Fische. Jetzt kommt der gefährliche Teil. Den Haken haben wir noch mit. Schön, ne? Der war relativ ruhig im Wasser, ne? Am Anfang hat er gekämpft, ja. Er hat sich auf dich fixiert. Ja, er war total entspannt durch diese Reflexion von der Kamera. Ich habe auch so gedacht, wenn du ihn aushaken tust, dann kannst du ihn schön filmen, wie er langsam wegschwimmt. Ja, ja. Hier scheint die richtige Stelle zu sein, um später nur mit der Kamera auf Hechtjagd zu gehen. Auf dem Rückweg flüchten Kormorane. Vor ihm, dem Seeadler. Der hat sich eine ganz besondere Fangmethode angeeignet. Er scheucht die Vögel hoch. Denn beim Starten müssen die Kormorane ihren Fang ausspucken, da sie sonst zu schwer zum Fliegen sind. Dann braucht der Adler den Fisch nur noch abzusammeln. Ein guter Trick. Zeit, die Netze einzuholen. Der Ball ist direkt vor uns, Herr Wiese. Die Enden sind mit Bojen gekennzeichnet, an denen die Schwimmleinen der Netze hängen. Das Einholen der Netze will sich Gary unter Wasser ansehen. Er entscheidet sich fürs Schnorcheln an der Oberfläche, denn tiefer könnte er sich selbst im Netz verfangen. Die dünnen Maschen sind kaum zu sehen. Auch für die Fische nicht. Dieser Hecht hat keine Chance mehr zu entkommen. Diese Brasse hat Glück. Sie ist zu klein und wird wieder freigelassen. Das ist aber eine schöne Größe. Doch diese ist genau richtig. 3 Kilo bringt sie auf die Waage. Es gibt sie also, die kapitalen Fische im Schalsee. Und Werner weiß, wo sie zu finden sind. Netz für Netz holt er sie an Bord. Barsche von stattlicher Größe. Schmackhaft, aber mit vielen Gräten. Hier ist ein kleiner Schwarm durchgezogen. Die habe ich gekriegt. Das sieht doch gut aus. Das ist eine Edelmarine. Oh, schönes Ding. Die Edelmarine. Sie ist das Wappentier von Zarentin und eine echte Delikatesse. Oh, mit den Flachen, du. Super, du. Oh. Werner ist zufrieden. Auf der Rückfahrt sagt er dem Filmer noch, wo es sich für ihn lohnt, in den nächsten Tagen zu tauchen. Doch zuvor wird noch ein Nachttauchgang eingelegt. Nachts zu tauchen ist gefährlich. Im Dunkeln gibt es kaum eine Orientierung. Deshalb taucht Gary nachts nie allein. Mit Tauchpartner Wolf Wichmann bespricht er genau die Details. Hier war irgendwo so eine Kante, da müssen wir aufpassen.
Nachts lassen sich ganz andere Tiere im See blicken als tagsüber. Um sie sehen zu können, brauchen die beiden spezielle Unterwasserlampen. So lässt sich auch der Tauchpartner unter Wasser leichter wiederfinden. An dieser Stelle im See verlief die alte Grenze zur DDR. Zwischen umgestürzten Pfeilern versteckt sich der nachtaktive Edelkrebs Astacus astacus. Reste des alten DDR-Zorns. Die Taucher müssen sehr vorsichtig sein, denn der Grund ist sedimentreich und schlammig. Ein falscher Flossenschlag und die Sicht wäre dahin. Endlich ein Hecht. Er ist tag- und nachtaktiv. Doch er flieht vor dem Licht der Lampen. Und auch der Krebs nimmt lieber Reis aus. Immerhin haben die Taucher einige Tiere vor die Kamera bekommen. Nach einer halben Stunde lotst das Blinklicht die Taucher zurück ans Ufer. Ende August. Am Ostufer des Schalsees hat das Filmteam heute besonderes Glück. Im Gras sonnt sich eine Ringelnatter. Die Uferregionen des Sees sind der ideale Lebensraum der Schlange. Durch die Sonne aufgewärmt, geht sie jetzt auf Nahrungssuche. Wasser ist ihr Element. Ihre Beute? Meist Amphibien wie Frösche oder Lurche. Aber auch Fische und kleinere Vögel stehen auf ihrem Speiseplan. Die Kamera scheint sie nicht zu stören. Die noch nicht ausgewachsene Natter kann ausgezeichnet schwimmen und tauchen. Die schlängelnden Bewegungen geben ihr Vortrieb. Sie ist im Wasser sogar schneller als an Land. Die Ringelnatter schwimmt langsam Richtung Schilf. Jetzt endlich hat auch das Filmteam Glück. Da sind sie. Schwärme von Rotfedern, Moderlieschen und anderen Kleinfischen. Sogar der Binnenstint und die kleine Maräne. Die Kinderstube vieler Arten am schützenden Uferbereich. Bis zu 28 verschiedene Fischarten beheimatet der See. Und auch den Hecht. Den König des Schalsees bekommt Gary endlich vor die Linse. Gut getarnt geht er auf Beutezug. Der See hat einiges zu bieten. Süßwasserschwämme, die nur in wirklich schadstoffarmen Gewässern vorkommen. Es sind festsitzende Tiere, die einen harten Untergrund benötigen, um auf ca. 30 cm Größe heranwachsen zu können. Moostierchen bilden riesige Kolonien und filtern Plankton aus dem See. Zufrieden kehrt das Team zum Bootshaus zurück. Das war ziemlich zum Ende des Tauchgangs. Wir waren da auf dem Berg und dann haben wir die ganze Zeit Pflanzen und so Nebelschwaden, anfängliche Schwefelbakterien und sowas alles gefilmt. Und auf einmal sah ich den Hecht so bei diesen Algen stehen und habe mich angenähert und er blieb die ganze Zeit so stehen.
konnte ich in Ruhe Schärfe ziehen und ist er mit mir so mitgeschwommen, also vorangeschwommen und immer wieder stehen geblieben, hat sich super präsentiert, so von der Seite und so. Also ich bin bestimmt 5-6 Minuten habe ich ihm gefolgt. Und dann ist er mir einmal aus dem Bild geschossen und kam mit dem Barsch im Maul wieder zurück. Also diesen eigentlichen Attack habe ich nicht. Das ging sowas von schnell, aber dann bin ich mit ihm mitgeschwommen, wie er sich dann vor so einem Algenknäuel sozusagen niedergelassen hat, um den Barsch zu verdrücken. Und den hat er so quer im Maul, also hinter der Rückenflosse. Ich bin mal gespannt, ob er den überhaupt vertilgt kriegt. Auf jeden Fall haben wir unseren fressenden Hecht. Das war ein Erfolg, kann man so sagen, ne? Schöner Tauchgang. Herbst, Ende November. Während Nebelschwaden über den See ziehen, ist Gary schon wieder unter Wasser. Der letzte Tauchgang in diesem Jahr. Die Pflanzenwelt zieht sich langsam zurück. Auch unter Wasser Nebelschwaden. Schwefelbakterien zersetzen die abgestorbenen Pflanzen und bilden dabei weiße Nebel. Sie liegen wie Wolken in den Tälern. Zurück bleibt nur ein grüner Krater. Die flachstehende Sonne dringt kaum noch bis zu den Pflanzengürteln des Sees vor. Die Fische haben sich in tiefere Regionen zurückgezogen. Zugvögel sammeln sich jetzt rund um den Schalsee auf den großen Grünflächen. Aber tausende Vögel machen sich bereit, den Flug gen Süden anzutreten. In den Niederungen kommt es immer wieder zu Nebelspielen. Der Schalsee kommt zur Ruhe. Für den Naturfilmer Gary Krosnoff war es erst der Anfang, dem See seine Geheimnisse zu entlocken. Er wird auf jeden Fall hier weiterfilmen. Im tiefsten See Norddeutschlands.